eine seltene Erkrankung, da gibt es eine ganz bestimmte Definition, die ist festgelegt worden, wenn von 10.000 Menschen weniger als 5 Menschen diese Erkrankung haben, dann spricht man von einer seltenen Erkrankung. Hier sehen wir Azad, stellvertretend für über 4 Millionen Menschen mit chronisch seltenen Erkrankungen allein in Deutschland. Ich bin Kinderarzt und in der Pädiatrie reden wir über sehr viele verschiedene seltene Erkrankungen, weil ein großer Teil der angeborenen Erkrankungen selten sind. Und wir behandeln alleine bei uns in diesem Spezialbereich die Kinderendokrinologie, also die besondere Behandlung von Kindern mit Hormonstörungen, mindestens 100 und noch mehr verschiedene Erkrankungen, allein in diesem kleinen Bereich. Wenn Sie mit den Betroffenen, vor allem auch den Eltern, die kranke Kinder haben, persönlich sich unterhalten, dann spüren Sie, in welch großer Not Sie sind. Und das ist für mich ein Beweggrund, Ihnen zu helfen und mich für Sie einzusetzen. AXE konnte schon in einigen Fällen helfen, indem die Menschen zum Beispiel in die richtige Richtung zum richtigen Arzt gesandt wurden, wo sie vorher einfach nicht wussten, wie es weitergeht. Und sie sind dann natürlich dankbar, dass sie überhaupt eine Anlaufstelle haben, dass sie jemandem berichten können, wie es ihnen geht. Sie werden auch weiter vermittelt zu anderen Eltern, die ähnliche Probleme haben, die vielleicht schon mit den Dingen konfrontiert wurden und auch Lösungen haben. Diese Vernetzung, dieses Weiterleiten und Verbinden mit anderen Betroffenen, die oft sehr konkret auch Rat geben können, und die auch vermitteln, dass man nicht alleine ist. Das sind ja seltene Krankheiten. Das ist etwas ganz Wichtiges, dieses Netzwerk zu schaffen und da die Menschen untereinander auch zusammenzuführen. Als Zusammenschluss von über 90 Selbsthilfeorganisationen hat sich die Allianz chronisch seltener Erkrankungen unter der Schirmherrschaft von Eva-Luise Köhler zum Ziel gesetzt, Ressourcen zu bündeln, die Forschung zu intensivieren und Lösungen voranzutreiben. Menschen mit seltenen Erkrankungen haben mit vielen Belastungen zu kämpfen. Von rund 30.000 weltweit bekannten Krankheiten zählen mehr als 5.000 zu den seltenen Erkrankungen. Die meisten verlaufen chronisch. Sie lassen sich nicht heilen. Patienten sind auf eine langfristige, ärztliche Behandlung angewiesen und wirksame Therapien sind rar. AXE tritt als Sprachrohr und Multiplikator auf, vernetzt Menschen mit seltenen Erkrankungen und hilft, die Erkrankungen zu erforschen. Einmal hilft man AXE, indem man anderen Menschen davon berichtet, indem man aufmerksam wird für Nöte um einen herum von Menschen, die eine seltene Erkrankung haben. Und natürlich auch, indem man AXE finanziell unterstützt, denn AXE finanziert sich nur aus Spenden. Und um diese Arbeit zu machen, ist AXE absolut auf Spenden angewiesen und das ist sehr wichtig.